Moin Moin Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch News Video. Ja Freunde, es ist gerade mal 2 Tage her, dass ich ein Video darüber machte, dass erste One-Tricks in Overwatch gebannt wurden. Ja, das Ganze war ein Thema, das mit knapp 1400 Kommentaren heiß in meinem Kommentarbereich diskutiert wurde. Und auch wenn viele von uns unterschiedlicher Meinung waren, war es tatsächlich so, dass die Mehrzahl aller Leute bei einer Sache sich relativ einig war. Wenn ein One-Trick-Spieler stur seine Sache durchzieht, nicht wechselt, nicht aufs Team hört, vielleicht sogar gegen das Team agiert, dann finden es die meisten, die zumindest kommentiert haben, vollkommen in Ordnung, dass diese Person aus Overwatch Ranked rausgenommen wird. Blizzard selbst sagt es ja auch, One-Tricken selbst ist kein Problem, aber sobald man anfängt, gegen das Team zu agieren, wird das Ganze zu einem Problem. Ja, wenn ihr euch jetzt heute so ein bisschen im Netz rund um die Overwatch-Szene bewegt, werdet ihr aber vermutlich von weiteren Spielern hören, die zumindest laut erster Berichte fürs One-Tricken gebannt wurden. Ja, erwähnenswert wäre da zum Beispiel Stevo, ein Top 500 Symmetra-Spieler, da hat mein britischer Kollege Stylosa gestern ein Video zu gemacht. Oder auch, und das ist das aktuelle Thema, wo ich mich heute ein bisschen drauf stürzen möchte, Overwatch-Profi XQC. Ja, XQC, der gute Felix, ist vielleicht einer der bekannteren Overwatch-E-Sport-Profis, der künftig auch in der Overwatch League bei den Dallas Fuel spielen wird und ja, eigentlich ein sehr, sehr populärer Streamer ist. Das heißt, wenn er seinen Stream anhaut, dann hat er wirklich Tausende von Zuschauern. Ja, sehr überraschend, während er heute Nacht livestreamte, erhielt XQC einen Bann für 72 Stunden und was in seinem Stream folgte, war einer der berühmt-berüchtigten XQC-Rage-Anfälle. XQC ist tatsächlich ein Spieler, der sehr dafür bekannt ist zu ragen. Es gibt unzählige Rage-Compilations auf YouTube und so weiter. Und er hat sich tierisch darüber aufgeregt, weil es im ersten Moment schon so ein bisschen so aussah, als wäre er dafür gebannt worden, dass er im Verlauf der letzten Tage primär Winston gespielt hat. Ja, natürlich brannte sofort das Internet, wir kennen das. Es gibt direkt quasi einen Reddit-Thread, wenn irgendwas los ist. Und sofort wurde argumentiert, das sei ja alles nicht so ganz fair. Ja, bevor ihr jetzt aber falsche Infos hört und naja, quasi die Kunde in die Welt ragt, dass das weitere One-Tricks gebannt wurden, will ich die Sache direkt so ein bisschen im Keim ersticken. Denn letztendlich ist es schlichtweg falsch, dass diese beiden Spieler, die ich jetzt gerade erwähnt habe, dafür gebannt wurden, dass sie ge-One-Tricked haben. Stattdessen sieht es im Fall von XQC so aus, dass dieser für 72 Stunden gebannt wurde, da er das Report-System ausgenutzt hat. Und das teilweise wirklich komplett ohne Grund und vor Tausenden von Zuschauern. Ich spiele euch jetzt einfach mal einen Clip ein, dann könnt ihr mal sehen, wie sowas aussah. XQC kam quasi in ein Match rein und hat vom Start weg einfach mal Leute reportet mit Wüstenbeleidigung im Report-Field. Ja, das, was ihr hier seht, ist jetzt wirklich kein Einzelfall. Es gibt unzählige Clips in seinem Twitch-Kanal, wo genau das gezeigt wird. Und das bringt uns natürlich wirklich zu einem Problem. Ja, der Fakt ist nun mal, XQC ist eines der Aushängeschilder der Overwatch-Szene. Und wenn so jemand es sich quasi zum, ja, wie sag ich, zum Gimmick macht, dass er zum Spaß einfach mal Leute mit einem Fuck you in seinen Streams bannt und das nicht, weil die schlecht gespielt haben, sondern einfach, weil es lustig ist für den Chat, dann ist es absolut richtig, dass Blizzard hier einschreitet und solche Leute auch einfach mal für ein paar Tage rausnimmt, damit das ganze Report-System nicht komplett untergraben wird. Natürlich, XQC macht das irgendwo, um seinen Chat zu unterhalten, aber stellt euch mal vor, ihr würdet gebannt werden, weil ihr einen oder mehrere Reports von einem sehr hochrangigen Spieler bekommt, der einfach zum Spaß euch reportet hat, obwohl ihr gar nichts falsch gemacht habt. Das ist nicht gut, das setzt kein gutes Beispiel für die komplette Szene und in meinen Augen hat Blizzard hier vollkommen richtig agiert, dass dieser Bann, wenn er dafür wirklich kommt, für diese ganzen falschen Reports, dass der durchgesetzt wurde. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, das Report-System in Overwatch ist nicht toll, es ist vage, das Feedback ist weiterhin minimal, man kriegt ja selten mal eine E-Mail und das kann alles frustrierend sein. Persönlich würde ich mir immer noch ein System wünschen, wo,
weiß ich nicht, wo wir gute Spieler bevorzugen können und schlechte Spieler meiden, ähnlich wie es das mal in der frühen Beta gab. Das System wurde damals entfernt, da natürlich, je höher die Leute in ihrer Elo sind, desto kleiner wird ja der Kreis der Spieler und du konntest relativ zielgerichtet einfach Leute meiden, mit denen du nicht spielen wolltest. Das heißt, das System hatte einfach seine Probleme. Aber ich habe so das Gefühl, dass Overwatch eines der wenigen Spiele ist, wo es wirklich solche großen Probleme mit dem Report-System gibt. Ich erlebe es immer wieder, dass ich auf Leute treffe, die, weiß ich nicht, die Matches wirklich hinwerfen und die habe ich dann in 3-4 Partien hinterher, je nach Uhrzeit. Und das Report da manchmal so gar nichts bringt. Es ist, Blizzard muss da einfach transparenter arbeiten. Und das ist auch wirklich eine wichtige Sache, die ich heute im Video nochmal erwähnen möchte. Ich glaube wirklich, dass wir klarere Richtlinien benötigen. Momentan haben wir das Problem, dass unglaublich viel Verwirrung herrscht. Was wird nun eigentlich gebannt und was nicht? Trotz dieses offiziellen Statements über One-Tricks. Ja, Blizzard gesagt, man sperrt One-Tricks nicht aus, außer die agieren gegen das Team, aber es ist natürlich eine große Marge, in der man agieren kann. Was ist richtiges Verhalten? Was ist falsches Verhalten? Ich finde, Blizzard musste einfach mehr machen, um aufzuklären und unter anderem auch, um die Angst zu nehmen. Ich habe so viele von euch in den Kommentaren gesehen, die gesagt haben, ja, aber ich bin One-Trick-Mercy und ich bin vielleicht kein guter One-Trick-Mercy, aber mit diesem Charakter habe ich den meisten Spaß und ich helfe dem Team ja irgendwie. Dass solche Leute dann im Grunde genommen Angst haben, dass sie aus dem Spiel gebannt werden, das ist natürlich auch nicht gut. Das heißt, wir brauchen da, ich weiß nicht, ob es ein Devlog von Jeff ist oder was hilft, ein transparenteres Report-System, was grundsätzlich überarbeitet wird, aber irgendwas muss sich tun. Ja, Freunde, das wollte ich heute einfach mal hier lassen, euch auf den aktuellen Stand bringen. Rund um diese Top 500 Symmetra, die ich anfangs erwähnte, den Stevo, da gibt es tatsächlich, ich verlinke euch einfach mal das Video von Stylosa, denn der hat da ein Video mit Hands-on-Erfahrung quasi gemacht, weil er auf den Spieler getroffen ist, mehrfach gesehen hat, dass dieser Spieler wirklich sehr gegen das eigene Team spielt und das kann euch Stylosa besser erklären, für diejenigen, die Englisch sprechen können, aber wenn ihr am Wochenende hört, dass ein Top 500 Symmetra-Spieler als One-Trick gebannt wurde oder dass der berühmte XQC gebannt wurde, weil er One-Tricked hat, das stimmt nicht und ich finde, es ist mal ganz wichtig, euch über sowas aufzuklären und damit ihr an der Stelle einfach Bescheid wisst. Ja, Freunde, das war alles für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls das so ist, gebt mir einfach einen Daumen nach oben und wir sehen uns im Kommentarbereich.